Ich begrüße euch wieder mal zu einem Spielquadrat Livestream. Heute mit Wolves gegen Visa Nevadet. Eine Black Ops 2 Partie. Mein erster Black Ops 2 Stream überhaupt. Mal schauen, wie ich klarkomme mit dem Spectator-Modus, mit dem neuen aus Black Ops 2. Und wir haben 8 Uhr. Was natürlich nicht zu vergessen ist, heute Dortmund gegen Real Madrid. Champions League. Auch nicht so interessant, deswegen vielleicht nicht so klug gewählt der Zeitpunkt dieser Ladder-Partie. Wolves beginnt zu hosten, lese ich gerade. Abchecken, ob hier alles passt. Gehen wir mal kurz zu den Lineups. Wolves kennen wir noch von Modern Warfare 3. Kann mich erinnern, das letzte Game, das Ladleder bei Wolves gespielt hat, wo sie gegen Plan B dann irgendwie verloren haben. Hier haben wir sie. Mit dabei bei Wolves haben wir Ultra Bullet Max und den alten Hill. Mr. Killcam wurde er von mir immer genannt. Das ist Hüben. Wie schaut's drüben aus? Bei Visa Never Dead. Alle kennen ihn. Dennis. Und gefolgt der Blitz. Sinclair und Mr. Nice Guy, der Gidi, auch mit dabei. Mal rein. Invert ist, wie es scheint, gekommen. Sehr nice. Schauen wir mal rein hier in die Live-Geschichte. Es sind schon ein paar da. Sehr schön. Grüß euch. Achso, das sind alle in der Party. So, ich versuche natürlich auch ein bisschen hier im Chat mitzulesen. Heute gibt's Sweater-Action. Hallo. Ja, hallo. Ah, da muss ich noch schnell Codecaster wechseln, ist auch neu. Dennis, was geht? Gar nicht viel. Nicht Die viel. Spannung steigt langsam. Freue mich Ja, tierisch auf das nicht nur für Match. euch, sondern auch für die Dortmund-Spieler. Auf jeden Fall. Das ist ja heute ein krasser Tag. Ein geiles Match nach dem anderen. Mal schauen, sind schon alle da, einer fehlt noch. Ja, der Server ist nicht groß genug. Das ist schlecht. Ja. So, und inzwischen, ja, Leda wird ja auch gespielt. Hier und da mal ein bisschen, wenn kein Cup ansteht. Visa Nevadet auf Platz 1 in der Vor und Vor SED Ladder der Console Sports League. Mit 10 Matches, 8 gewonnen, 2 Draws. Gefolgt von Dev Energy COD mit 11 Spielen, 10 Siege, 1 Draw. Aha, sind dicht auf den Fersen. Und Wolves ist auf Platz 9, sehe ich gerade mit 2-0-0. Das heißt, die bekommen richtig fett Punkte, sollten sie heute Visa Nevadet schlagen. Und dann verdrängen sie auch. Hallo. Beziehungsweise, Was? sie verdrängen nicht, aber Visa verliert dann sehr Merkst du viele was, merkst Punkte du? und die würden dann auf dem Jo, zweiten, wenn nicht sogar auf dem merkst du dritten nur Platz aus, dann die Ultra hat stehen. keine Einstellung. Oh. Alle die von mir nehmen. Muss ja bloß Silent Plan anmachen. Ja, ich hab die auch. Lukas, du kannst dir die aus dem Fallschirm bei Dingsens rausballern. Von Max und von Dennis. Bin ich wieder da? So, was geht ab? Im Chat. Was ist das hier? CSL versus CSLSND.de oder was ist das? CSLSND versus, der Junge hat hier tausend Sachen drin. Frag ihn mal, was es ist. Also die Settings Den Sachen aus deinem werden hier Fallschirm. noch gesucht. Dennis, welches ist das von dir? CSL versus oder was sollen wir davon nehmen? Dennis? So Leute, macht mal hinne. Dennis. Jo Dennis. Aha, gemutet vielleicht, nicht da. Noch Ansprache.
Ja, was gibt's denn da inzwischen noch zu labern, während es hier so still ist und wir auf das Regelwerk warten? Spieler sind mal alle da. Zeig mir einfach nochmal das Line-Up her, wer gerade erst zugeschaltet hat. Wolves mit Ultra Bullet, Max und Hill. Hilzer. Und bei Visa Never Dead sehen wir Dennis Blitz, Sinclair und Mr. Nice Guy, aka Giddy. Da bin ich gespannt. Also, Black Ops 2 habe ich so gut wie keinen Plan. Ich kenne die Spieler natürlich alle schon von Modern Warfare 3. Was sie Ich so mach's drauf jetzt haben und immer so an, weiter. wenn du die Mach machst einfach dich zwei schon so Minuten. ineinander fertig, Alter. Mal schauen, wie es Black Ops 2 Und keiner von denen so redet, abgeht. aber entscheiden wir halt. Sinclair, was ist das für eine Zeit? Was ist bei Dennis das Richtige und Falsche? Aber könntest du ihm sagen, dass er uns mal muten soll oder so? Okay. Alright, erste Map. Versus ist das Richtige? Okay. So, Settings sind da anscheinend. Jo. Dennis, was ist das Richtige bei dir im Fallschirm? CSLSND.de. Okay. CSLSND.de ist das, Lukas. Wie viel Zeit ist da? 2 oder 2,5? 2. Gut. Gut. Weiß nicht. Ja, so wie es ausschaut, wird sich das ja ein bisschen länger überschneiden Machen mit dem wir Champions League abschließend den Spiel Wettbewerb, Dortmund ne? gegen Real Madrid. Ja, klar, absolut. Natürlich hat da die Champions League den Vortritt, aber man kann den genehm Ja, laufen drück dir einen lassen. Ich Sinclair. werde, Viel so Spaß ihm gut es noch. geht, das Dennis, wenn irgendwas mit Starboard den Settings jetzt mit falsch ist, falls wir irgendwas eingestellt aktualisieren. haben, schreibt mir einfach eine Nachricht, weil ich müde euch komplett. Und wer Jo, überhaupt keinen alles Bock mehr klar. hat, der kann sich dann Alles halt im klar. Rebroadcast anschauen. Den lade ich auch auf. Lieber Schatz. Okay. Die sind klavitt. Max, mach mal noch Chabos wissen, wer der Babo ist, Gospel-Version an. Swing. Extra für Psychos fette Mom. Hey, komm. Lass mal starten hier. Jo, kann starten. Sind wir alle fertig, Bullet? Alle Klassen Ja, set? süße Palim Palim! Können wir starten? Let's Mal go! einmal noch rüberschauen. Okay, Ja, ich habe nice. alles. Wir beginnen mit Map Nummer 1. Zack, zack, zack. Da haben wir alles. Mein geliebtes Starboard geklaut von StarCraft. Das ist so eine Sache, die hier dabei ist bei XSplit. Fangen wir an mit Visa. Los Die Ziele geht's. verteidigen. Dennis macht den Anfang. Ah, stellen sich hier wie gewohnt auf. Zwei nach rechts, einer Mitte, einer links oder so irgendwie. Da und da rattern schon die Kills. Sinclair mit dem Headshot Ultra und zwei Kills von Wolves. Da sieht er einen. Im 8-Action natürlich hier vom Feinsten. Die Bombe ist scharf. Da wieder geholt. Dennis wollte da durch zum Spawn. Bullet passt auf. Ah, das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Da switcht man auf die Toten. Hier sieht er einen in der Ferne, der Bullet. Kriegt er keine Hitmarker. Keiner Leg mit dabei. Und das ist 1-0 durch Jawohl, Bullet. bereit machen für die nächste Schneller Runde. Plant. Und da ist er durch. Nochmal die Killcam. Bitte natürlich auch um kleines Feedback hier im Chat, falls irgendwas nicht passen sollte. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Suchen und zerstören. Meine Werkzeuge wegmachen. Kann ich natürlich auch hier rum switchen, Das natürlich Ziel Map und so räumen. weiter.
Blitz hier mal im Bild. Ich versuche natürlich wieder. Boah, Hilser! Auf den muss ich nächstes Mal draufbleiben. Wenn hier in der Mitte das Duell abgeht, Bullet mit dem nächsten Kill. Da drehen sie richtig auf. Und ich vergesse schon wieder den Spielstand mit zu aktualisieren. Kommt denn einer gegen? Und da ist schon das 2:0. Aber es ist noch nicht vorbei. Bereit machen für die nächste. Wolves. Seitenwechsel. Ich habe jetzt 2 Monitore stehen, aber ich glaube, das ist zu wenig. Suchen und zerstören. Seitenwechsel. Das Ziel beschützen. Dann können wir gleich kurz schauen, wie sie sich aufteilen. 2 in der Mitte, 2 rechts. Blitz hatten wir schon, Dennis hatten wir auch schon. Gidi in der Mitte, da geht's ab. Sinclair holt Ultra. Gidi mit der Nade in Richtung B. Da hat einen gesehen. Weiter. Und da in der Ferne hat er ihn. Bullet down. Und wir sehen eine 3 gegen 1 Situation. Max der Letzte. Wo wird hier geballert? Bei Sinclair. Und das ist Runde 1 für Lisa. Nach etwas längerer Suche geht der Max auch down. Seitenwechsel. So, jetzt werden wir mal versuchen, ein Duell in der Mitte einzufangen. Suchen und zerstören. Ich glaube, der Hill geht dahin. Dann Ziele neutralisieren. Ah, beziehungsweise der Hill natürlich auf der anderen Seite geht dahin. Wer geht hier hin? Der Sinclair. Das sprayt er gut durch, der Hill. So macht man die Kills hier. Auf Raid. Und da muss ich vom Toten wegswitchen. Das macht es nicht automatisch. Ultra. Der ist jetzt schon von der anderen Seite, denke ich mir. Ladungen fallen gelassen. Die Mission abschließen. Es bleibt sonst niemand. Okay. Das heißt, Dennis wiederum gegen 3 Stück vom Wolves. Vorher war es der Max. Auf der anderen Seite. Mal schauen, wie er es angeht. Bombe liegt irgendwo bei B. Es wird schwierig für ihn. So, was macht er? Er sucht. Wo werden die Gegner sein? Schon auf seinem Spawn wahrscheinlich. Da wird er gefragt von B. Jetzt wird er ausgecallt und jetzt wird gleich der nächste kommen. Wird sie zu Kanate? Nein! Da traut er sich raus, ganz frech. In den Kugelhagel. Mit der M8 geht es natürlich da über die ganze Map. Richtig gut. Wird er weiterhin angefragt. Wo sind denn seine Mates? Die müssen ja von hinten kommen. Auf Dennis. Den Zeitplan achten. Ja. Reibt sich die blutigen Augen aus und rennt weiter. Ist wieder geheilt. Und jetzt unter Zeitdruck. Die wissen wahrscheinlich, wo die Bombe liegt. Die werden gammeln. Ja, jetzt weiß er, dass er da kommt. Ja, schwierige Situation für ihn. Haut ihn nochmal raus. Einen hat er. Jetzt 10 Sekunden, komm. Ja, da laufen sie ihm natürlich nicht entgegen. Routiniert spielen sie das. Die Runde nach außen, da ist aber rein. Ja, wenn er den gehabt hätte und der andere noch irgendwie rein, dann wäre es ein unglaublicher. Aber es ist noch nicht vorbei. Unglaubliche Aktion geworden, aber 3-1. Da war nicht mehr viel zu machen für Dennis. Suchen und zerstören. Einmal diese Werkzeuge umschalten, braucht keiner. Das Ziel verteidigt. Andere Seite. Links unten schön zuerst blau eingeblendet. Wolves Max erlangt. Hier macht den Anfang. Team FBI. Und der bewegt sich da rein. Hier rüber und. Bullet mit der Nade gegen Gidi. Sinclair holt Ultra. Ein Kill hüben mit drüben, wie es scheint. Da bleiben wir hier bei FBI. Bombe geplättet bei A. Und da muss dann Visa kommen. Und die laufen natürlich dann ins Stream rein. Blitz. Rechts sein Teammate. Bullet noch am Leben. Mit MSMC unterwegs.
Er deckt hinten ab. Dane ist down durch den Headshot von Max. So immer zwei am Leben. Gute Arbeit, okay. Trupp. Bereit machen Max für die nächste Runde. Der hat den Kopf drinnen in seinem Rotpunkt. Bei dem gibt es nur Headshots. Mal schauen, wie der ausschaut. Ah, da hat er wohl jetzt begrüßt. Da ist er weg. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. 4-1 schon. Suchen und zerstören. Das ja, Ziel zerstören. Mit Hill. Der macht einfach immer die Mitte. Jetzt ein bisschen spät dran. Versucht das mit der Nate. Und hat Erfolg. Zuckernate. Wird notiert. Sinclair down. 4 gegen 3. Und da rattern die Kills. Gide mit dem Two-Piece. Max holt Dennis. Und hier sehen wir auch, wie viel noch leben. Aber die Leute sehen natürlich gerne einen großen Screen. Mich persönlich nervt das ein bisschen. Beim LA-Turnier habe ich immer ein bisschen geglotzt. Da ist Streamer links, war aber ihr seht er nicht. Und da hat es mich immer ziemlich genervt, dass die hier... Wer lebt denn da noch? Der Max. Dass die immer nur den kleinen Screen zeigen. Visa Blitz. Haben wir verloren, aber es ist noch 4-2. Nicht vorbei. Wegtreten. So, werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Stats. Wenn mich das Spiel lässt. Suchen und zerstören. So, Blitz, Max, Hill, Bullet. 7-3 für Hill. Für dann 1-4 für Ultra, der muss noch reinkommen. Ladungen erlangt. Aggressiv zu, oder was? Mit der Smoke. Der Gegner drin. Mal schauen, ob er direkt plantet, ob er durchrusht und den Kill holt. Nein, plantet direkt. Smoke, der Bombe aktiv. Sie natürlich ein bisschen. Und da ist er gleich dahin. Und versucht's, nein, versucht's nicht. Den Gegner spawn durchzudringen. Aber jetzt geht er auf den Kill, da ist er! Duell mit... Da ist es! Er wird natürlich wieder verrückt geballert! Oh, aus der Hüfte, ganz lässig! Aber Gidi stoppt ab! So, wieder falsch, alle down da. Kann man sich irgendwie ausstellen, dass man die Toten überswitcht vielleicht? Gut. Und 5-2! Für die nächste Runde. Geholt! Der letzte Kill von Max. Halbzeit. Halbzeit. Letzter Spaß hier auf Raid. Genießen wir mit Ultra. Der muss noch was tun. Der ist minus 3. Da, ja, da. Der braucht die Kills, der braucht den Stream, der muss im Stream sein, um Kills zu machen anscheinend. Aber jetzt wird er geholt von Dennis. Max holt Dennis. Ein Refrag nach dem anderen hier. Bedeutet, Teams stellen sich gut auf. Schützen sich ein bisschen gegenseitig. Aha, und er zückt die Fall, der Bullet. So, hier bei B der letzte. Da hat er seine Position geoutet. Mit der Fall geht es natürlich schnell. Wie in jedem Call of Duty Teil bisher. Fall immer ziemlich stark. Also natürlich in erster Linie auch eine Connection-Geschichte. Ah, da habe ich nur mehr den Tod von Hill drauf. So, und jetzt haben wir, glaube ich, eine 1-on-1, das erste heute. 9-4 für Hill. Freche Posi von Bullet. Schauen wir rüber zu Gidi. Die Zeit ist fast um. So, 25 Sekunden. Jetzt muss was kommen hier von Gidi. Bombe liegt. Wo ist der Gegner? Da drüben liegt der irgendwo im Mist. Ladungen erlangt. Was ist er hier? Nein. Ist er weg? Da ist er! 2-6. Haben wir verloren. Ganz frech vom Bullet. Ich habe ihn nicht gesehen. Wegtreten.
Ja, da hier, im Dschungel. Das wird ihn ärgern. Dass er den nicht gesehen hat. Auto-Aim hat auch nichts getan. So, mit 6-2, guter Anfang hier. Zerstören. Für die Wölfe. Was war das denn? Neu gruppieren und wieder bewaffnen. Also, guter Anfang hier. Bullet zielt hier noch gleich mit den Punkten mit Hill. Und das war dann Map Nummer 1. Dennis? So, was geht ab im Chat? Aha, ein Schimpfwort nach dem anderen. Ja, mir ist das relativ Wayne. Geben. Okay, muss ich mir noch kurz eine Klasse machen mit schönen schwitzigen AIs. So. Was kommt Jemen? Oh, jo, Digga. Okay. Ich nehme einfach mein Slums-Klassen-Set. Jemen! Jemen, ey! Camp dich einfach irgendwo in den Corner rein, Digga. Ah? Ja. So. Ruhe eingekehrt hier. Map Nummer 2, wie es scheint, Jemen. Warum wir hier jetzt weiter warten? Keine Ahnung. Los geht's! 3, 2, 1. Jemen, nicht meins. Aber egal. Okay. Werkzeug. So, jetzt fangen wir an mit. Ja, egal. Machen wir wieder Dennis. Machen wir abwechselnd. Lass mal alles mal sehen hier. Mal schauen, was, wie sich auf Jemen aufteilen. Linksum sehen wir es. Zwei hier über rechts. Aha, Dennis geht hier. Scheint ganz rechts außen. Jetzt gleich Pre-Aim. Da kommt der Gegner. Und da passiert nichts. Schauen wir, wer weggepre-aimt wird, wenn er hier so rushig durchzieht. Sie müssen verteidigen. Dennis, ja, über den Gegner spawnen, vielleicht von hinten. Gegner wahrscheinlich am A-Spot. Aber weiter, wie er sich durch die Lande schlängelt. Und da gibt es die ersten Ballereien. Hier habe ich den Kill von Max Gigidi drauf. Der Max, der ein Headshot nach dem anderen. Wo haben wir sie? Ja, um den A-Spot schön verteilt. Schauen wir mal, ob einer plantet. Nein. Hier Headglitch. Da glotzt er mal ganz kurz raus. Sieht er hier am Spawn, da fragt er an. Jetzt kann er plant wahrscheinlich. Ja, plantet nicht, vielleicht steht er. Jetzt plantet er aber, glaube ich. Nehmen wir nicht, traut sich nicht. Ganz interessante Runde. Hier das Gegnerteam von Visa am A-Spot verteilt. Jetzt ist er endlich geplantet. Und jetzt kommt Action. Blitzholt weg, Sinclair holt Ultra. Und daneben. Noch 4, 2 Hüten und drüben. Und Sinclair down. Und Bullet mit dem Two-Piece, den wir haben jetzt in der Killcam genießen. Und eine weitere Runde an Wolves. Seitenwechsel. Suchen und zerstören. Okay. Runde 1 vorbei. Räumen. Ladungen erlangt. Guter Angriff auf den A-Spot. Vielleicht hätte da jemand von Visa irgendwie den A-Spot besser abdecken sollen. Und da zückt der Bullet die Snipe. Ganz frech.
Gehen wir weiter zu Gidi. Das ist auch ein Duell. Und was für eine unglaublich schnelle Runde. Verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Haltet sie auf. Also wie es scheint hier Wolves sehr gut positioniert bisher. Seitenwechsel. Und das Sniped einer. Suchen und zerstören. Den werden wir natürlich gleich später gleich sehen. Dennis Gidi und Sinclair der letzte im Bunde von. Ja, irgendwann habe ich jetzt nur kurz gezeigt wahrscheinlich. Egal. Ah. Ja, mit dem Auto muss man immer rechnen, dass es explodiert. Immer sehr nervenaufreibend. Und Dennis holt Bullet. Ah, schauen wir mal weiter. Wenn hier nichts passiert. Dennis schon wieder am Gegner-Spawn durch, sehr aggressiv. Und der Wolf schon wieder am A-Spot. Ja, rechts ist da nicht viel los wirklich bei Dennis, muss man sagen. Blitz macht hier. Ja, die Mitte. Und ist ein Wolf schon wieder am A-Spot verteilt. Visa Gidi holt Max. Und Dennis holt den Hill. Das heißt, es lebt. Ja. Ultra und Blitz schließt unsere ab. Kraft hat gesiegt. Wieder mal eine Runde für Visa. Ja, das ist wichtig, dass hier die Spannung erhalten bleibt. 8-3. So eine Führung kann sich schnell drehen. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Suchen und zerstören. So, Runde 3. Die Ziele zerstören. Bombe erlangt. Aha, jetzt konnte ich aus dem Grund kurz nicht switchen. Schauen wir mal rüber hier. Ob Bullet noch Snipe in der Hand hat. Nein, E8. Hill. Ja, erstmal mal Hill drauf hier. Wir halten nur 3 Runden mit Visa. So, Sinclair holt erstmal Max. Da jetzt Nate. Und vermutet hier was bei B und da ist auch was. Aber nicht genau dort, wo er sie hin wollte, die Nate. Jetzt sind wir wieder bei Visa. Ah, auch bei Dennis hier vielleicht etwas im Busch. Bombe online. Bombe geplättet, deine Ecke! Ultra! So, Visa muss verteidigen. Sind zu dritt. Gegen Ultra und Bullet. Und schöne Nate. Hier mit Hilfe des Autos sprengt der Ultra weg. Inzwischen holt Bullet Sinclair. Und er robbt sich da hier herum. Da. Sonst ist niemand mehr übrig. Jetzt aufpassen, Erfolg der Bullet. Ah, da. Blitz. In Duell gegen Bullet. Und da. Gut gekämpft. Ja, steht da im richtigen Zeitpunkt Runde auf. Bombe war auch gut geplantet. Aber hätte natürlich auch anders ausgehen können. Operation. So, auch Runde 4 auf Jemen geht an Visa. Somit haben wir 8-4. So, und wir schauen weiter, was die Wölfe jetzt so machen. Mal schauen, ob sie wieder A-Spot anpeilen. Werkzeug umschalten gekommen. Brauche ich nicht. Schauen wir mal. Ah ja, wir haben wieder sehr pushig auf A. Ist auch das Schwänzchen eines Kaninchens. Bullet holt Sinclair mit der Nate. Oder Duell! Wow! Max, ganz frech. Aber auch lässig aus der Hüfte. Oh, und auf die Pose darum hat er fast vergessen. Straight up durch. Inzwischen wird geplantet. Nein. Gehen wir weiter zu Hill. Er geht links und probiert zu Spawn. Und da rennt ihm einer rein. Und er schließt ab. Gut richtig gemacht, geswitcht von bereit mir. Machen für die nächste Runde. Und da geht dann wieder eine Runde zu Wolves. Wiederum plus 5 für sie. Seitenwechsel. Suchen und zerstören. So, machen wir das mal Hill. Die Ziele verteidigen. Im Bild. Der geht gleich down.
durch die Nate vom Blitz. Boah, Bullet hier angefragt. Da ist Auto wieder zu sprengen und da steht er ganz offen hier, Fenster und Wand. Wir machen ihn leicht sichtbar. Und dann rückt straight einer. Ist es der Dennis? Ah, hier mit feinen Kräften und Dennis schließt ab. Das war nichts. Runde verloren. Bereit machen für also unglaublich nächste. Schnelle Runden hier, für meinen Geschmack. Und ein Ründchen plus für Visa. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Suchen und zerstören. Runde 7 auf Jemen. Und wir zeigen das mal Ziel zerstören. Den Bullet. Bombe erlangt. So, wieder versuchen sie es auf den A-Spot. Gefährliche Nate! Ah, Ultra bleibt da zurück. Sie tasten sich hier langsam vor. Aber da wird schon fleißig gepreamt. Warum da keiner Snipe? Snipe ist so easy in dem Game. In meinen Augen. Könnten wir schön ein bisschen hardscopen darunter. Da ist links einer drin. Sinclair, reich von hinten. Und da muss jetzt auch Wolfs Bullet abdrehen. So, was lebt hier noch? 2 bei Visa und 3 bei Wolfs. Und da fällt er! Ins Wasser und bricht sich. Ja, der Jesus, der kann da über Wasser gehen. Bricht sich die Beine. So, inzwischen Bombe geplantet. 2 gegen 1. Gut gemacht, schließt ab. Bereit machen für die nächste Runde. 10-5 haben wir schon. Ja, P2. Weißt du gerade auf hin, ich soll mir das Spiel in Englisch holen. Ich hatte es in Englisch. Ich habe es ja nach ungefähr 5 Stunden Spielzeit, 5 Tage vor Release, gleich beschützen. Wieder verkauft. Aber mittlerweile geht's ja. Na, ich finde, deutsche Synchronstimmen sind teilweise ganz lustige dabei. Boah, hier jetzt Max extrem geflasht. Ist hier ganz offen, aber wird nicht gesehen. Und überlebt's. So, jetzt kocht er die Nate und... Ah, keinen Erfolg, aber jetzt wird er gleich da ins Duell. Mit wem auch immer kommen. Inzwischen geht die down durch die Nate von Hill und da kommt jetzt von hinten Max. Das Messer, nein. Geht auf sicher. Aber ja, stibitzt sich hier M8. So, und wie sieht's aus? Wieder um 2 gegen 2 Situation. Schau mal rüber, was der Dennis macht. Ah, der bleibt hier seiner Seite treu. Macht immer B und da rennt ihm einer ins Pre-Aim Hill. Und da geht er down. So, und jetzt haben wir wieder One-on-One-Situation. Sonst ist niemand mehr übrig. Erfolg ist unverzichtbar. Dennis, muss was machen. Bombe liegt am B-Spot. Ja, jetzt ist die Ruhe. Aber nicht so, und da holt er ihn. Die Runde haben Max wir verloren, holt Runde 5. Ist noch nicht vorbei. Haltet sie auf. Für sein Team. Endstand jemand 5-3. Somit haben wir 11-5. Schon sehr angenehme Führung für Wolves. Brauchen nur mehr 5 Runden zum Unentschieden. 6 für den Sieg. Das wird schwierig. Suchen und zerstören. Und Blitz quittet. Jetzt gibt es den Host Change. Und es geht weiter. Job erledigt. Job erledigt. Ich liebe den Typen, der da rumschreit. Ich glaube, den hat man, die Truppe hat niemand auf Slums. Meine Lieblingsmap. Und ich spiele umso besser, wenn ich diese Truppe von Spielern habe, die immer so rumschreit wie Abschuss! Oder ich lade nach. Da macht ein Spiel gleich um einiges mehr Freude. Aber natürlich ist es auf Englisch im Original meistens besser. 11-5 für Wolves. So, dann schauen wir kurz nach. Sollte Visa heute verlieren,
dann verlieren sie ganze 34 Punkte in der Ladder. Wenn ich jetzt nicht irre. Nein, Blödsinn. System. Ja, bitte. Guten Tag, wie ist das Spiel so? Wunderschön. Also für meinen ersten Black Ops 2 Stream muss ich sagen, angenehm anzusehen. Nicht zu gammelig. Okay. Ist es denn? Schnelle Kills, Two-Piece, alles dabei. Ey, wie fandst du meinen schönen Sprung ins Wasser, Alter? Der war einzigartig. Das ja, war das war Jesus on the water. Das war herrlich. Ja, auch Jesus bricht sich die Beine, wenn er zu hart am Wasser aufschlägt. Bin schon drüben. Digga, das war der beste Jump überhaupt, ey. Ich bin mal kurz pinkeln, mal eine Sekunde. How do you do? So. Also jetzt kommen wir zur Map Nummer 3, Standoff. Ein paar geile Maps sind ja wirklich dabei, aber es sind auch ein paar so richtige grottige Müllmaps dabei. Es ist irgendwie in jedem Call of Duty Scheiß so. Auf die Punkte, ey. Oh Mann. Ich glaube, es ist eh normal. Weil Standoff erinnert mich so eine richtige typische Call of Duty Map, so Weltkriegs-Style. Zerbombter Turm in der Mitte und ein paar Panzer rum und so weiter, also richtig. Die haben sie richtig fein hingekriegt, die Map. Dennis? Wollten wir nicht Standoff als letztes spielen? Achso, alles klar. Dann nehmen wir Plaza, bitte. Plaza, noch nicht Standoff? Plaza, auch in Ordnung. Symmetrische Map. Eine der wenigen, oder? Ja, in Call of Duty gibt es überhaupt selten eine symmetrische Map. Will ich mir jetzt ein? Wenn wir ihn gemutet haben, nicht. Nur wenn wir ihn nicht gemutet haben, kann er bei uns reinschalten und Team listen ihn genau. So, System jetzt das COD-Cast an. Ah, sorry. Warum geht das nicht? Ich habe nur Söldner oder ISA zur Auswahl. Blitz. Ah, ja. Alter, wir haben Jemen sogar gewonnen, Alter. Ich hätte eigentlich gedacht, wir verlieren die 6. Ah, jetzt geht's. So. Ey, Digga, die Map. Die kannst. Alter, Jemen, Alter, das ist ein Witz einfach nur. Aber was mir sehr gut gefällt, wir haben diese nervigen Restarts nicht mehr, falls einer das falsche Team wählt. Bei MW3 hatten wir das ja jedes Match mit dabei, dass einer unabsichtlich falsch scheint. Das haben sie mal. Sag ich mal gut hab abgeschaut. Was denn ist das Flag Jacket oder so erlaubt? Nee, ne? Dass man vorher in der Lobby das Team auswählt und dann kann hier nichts falsch passieren. Mute dich. Viel Spaß. So, und jetzt hoffen wir, dass hier bald gleich weitergeht. Dass wir nicht einschlafen. Jetzt steht's 11:05, ne? Oder wartet ihr am 3 plus 5. 11:05, ja. Plus 5, okay. Das System haben wir wegen ein paar Viewer auf dem Stream. 5, Alter, maximal 5. Ja, 6. Ja, ganz zufrieden. Okay, ich glaube, ich gehe Disco. So, los geht's! Weg mit den Werkzeugen, Visa Dennis macht den Anfang. Räumen. Auf Plaza. So, mal schauen, wie teilt sie sich hier auf? Disco, geht die Party ab? Alle dicht, PDW sind wir auch links unten. Wer hat hier den Double gezogen? Der Bullet. Und Dennis hier. Two-Piece, after Two-Piece. Und da sind sie alle vier down. Sehr schnell. Da hatte Hilser Glück. Und mit einer Salve, das soll mir nochmal einer zählen, zwei Salven Minimum mit M8. Ich bin ja einer der wenigen, der diese Waffe hasst, beziehungsweise nicht in den Settings haben will, aber ich kenne mich ja nicht aus. Und es war eine schnelle Runde für Wolves. Ja, M8 für mich noch immer gleich. Irgendwie zu stark, keine Ahnung. Egal, weiter geht's. Dennis hat schon, Giddy. War jetzt Dennis da oben.
einer wieder gestorben ist. Schon wieder Tupis, was geht hier ab? Wolves hoch motiviert. Und da fallen sie. Wo ist noch einer? Blitz, der letzte. Wieder um den 4 Stück. Und auch der geht down. Diese Runde was haben ist jetzt wir los? Verloren. Konzentrieren und wegtreten. 13 zu 5. So schnell kann es gehen. Also die Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Die geben ihnen jetzt wirklich Zucker und Salz. Ziele ausschalten. Mal schauen, wo er hingeht. Wir haben da die muss Bombe. Mehr kommen. 0-2. Vierfach Donut. Nach Runde 2 für Visa. Das ist natürlich sehr, sehr mager. Aber manchmal läuft es halt nicht. So, Dennis, jetzt mit dem Kill gegen Ultra. Gidi Holt Hill, da sind sie aufgewacht, da müssen sie auch aufwachen. Und jetzt direkt am B-Spot, Visa Blitz. Seine Team jetzt alle noch am Leben. Bombe online. Und? Ja, da ist noch einer in der Discord, der letzte, gehen wir hin. Hier hatten wir das Duell, Gidi down. Und Sinclair rückt nach, nein, da ist er in der Discord, der Dennis. Ja, wo ist da? Der Gegner ist ja. Zum Spawn zurück ist er zum eigenen Spawn. Wir werden es gleich erfahren. Den ist auch keine Ahnung mehr, wo er hin sein könnte. Ninja Diffuse wird es nicht geben, so schnell. Gut, und Visa Blitz. Jetzt bereit machen für die ab. Nächste Runde. Ah, das waren jetzt vielleicht tödliche Runden für Visa. Seitenwechsel. Also 13 Runden schon. Das Ziel beschützen. Für Wolves. Geht jetzt. Ah, gleich rein, das Pre-Aim. Ah, das Sprayen. Dennis holt Max. Bullet holt Dennis. Blitz holt Bullet. Das heißt, 3 am Leben gegen 1 am Leben. Ja, jetzt natürlich ein großer Vorteil. Da springt er mit Pre-Aim und Hill. Unglaubliche Aktion gegen Gidi. Den muss er eigentlich haben, wenn er schon Pre-Aim gammelt. Aber gegen M8 ist hier auch nichts zu machen. Irgendwie. So sau stark die Waffe. Wenn die Connection mitspielt. Und hier haben wir. Ja, 2 mit 3 Strichen. So, Sinclair. Und, da hatten wir gerade einen. Gehen wir mal weiter. Aha. Auf der Dennis Leiche Blitz gammelt. Und da ist er down. Jetzt haben wir 1-on-1. Jetzt haben wir 1-on-1. Du bist allein. Beende die Mission. So, schauen wir mal. Rechts unten sehen wir jetzt die Minimap. Was natürlich so gut wie die ganze Spannung nimmt, wenn man weiß, wann das Duell zustande kommt. Ah, hier ist er jetzt am A-Spot. Die Missionszeit ist fast um. Schauen wir einfach hin. Zum Hill. Und er plantet jetzt. Der kann es jetzt noch locker machen. Der Blitz ist hier ganz auf der anderen Seite. Der muss jetzt kommen. Der ist jetzt unter Zugzwang. Das ist natürlich jetzt jede Runde natürlich wichtig. Aber wenn Wolves schon so nah an Runde 16 bzw. 17 ist. Sehr wichtig. So, da ist jetzt drinnen. Jetzt muss er suchen. Täuscht an und da ist ein Duell und da wow, wieder mit einer Salve. Unglaublich, wie die hier fallen. Bombe hat ein bisschen was von Hardcore-Modus für mich. Gut. Und jetzt wichtige Runde. Machen für die nächste Runde. 13 zu 7. Immer 6 Runden, 6 ganze Runden hinten. Ah, da hat er Glück. Und schau mir mal. Das war eine Salve. Eine halbe. Da kommen ja 4 Kugeln raus. Einsatzpunkt wird gewechselt. Aus der Hüfte, irgendwie in die Füße. Und die M8. Macht alles klar. Wolves Max. Die Ziele verteidigen. Ja,
Ja, das ist natürlich jetzt, weil im Chat hier jetzt ein bisschen die Diskussion entflammt. Das ist natürlich Geschmackssache. Wenn man, wie man jetzt zuschaut, ob man jetzt so zuschaut, wo man wirklich alles sieht, Gegner samt dem Team, dem man gerade zusieht. Für mich ist dann die Spannung weg, deswegen bleibe ich lieber hier, schaue einem Team zu, jeweils vier Runden. Linksum habe ich hier die Minimap, wo die Teammates stehen. Und somit habe ich dann auch hier da ein bisschen Spannung, weil ich dann selbst nicht weiß, wo ist der Gegner. Ein paar Schockeffekte drin und so weiter. So, Max, bei dem geht nicht viel. Hier spielt sie jetzt sehr taktisch abwartend. So, 2 gegen 3 Situation, Überzahlspiel für Visa. Und der Max traut sich in die Mitte rauf und Dennis holt den Kill. Die Bombe wurde platziert. Hill. So, haben wir jetzt wieder 1-on-1? Nein. Boah, da wird schon gefragt. Natürlich mit 3 Striche spawnt sich. Direkt da war der Nade von Sinclair. Diese Runde haben wir verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Bereit machen für die nächste. Oi, die hat er nochmal kurz in Zucker getränkt und da der Kill. War natürlich stark angefragt, somit noch leichter der Kill. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Und wir schreiben wieder ein. Plus, jetzt 3 Runden in Folge für Wolves, wenn ich nicht irre. Blitz, Max. Das Ziel räumen. So, wen hatten wir jetzt noch nicht da? Ultra Erwartung mal wieder. Erlangt. Was sagen seine Stats? Der Donut für ihn. Nicht sein Tag. War auf Raid auch nicht wirklich berühmt unterwegs. Links außen versucht es hier. Jetzt schon ein B-Spot und dahinter. Ins Pre-Aim von wem? Von Dennis. Auf Wolves Bullet Down. Und da ist die Runde vorbei. Ich komme nicht mal zum Switchen. Jetzt Dennis. Ja, für jetzt, die nächste ist, jetzt Runde. Ist wieder Visa gut unterwegs. Hier sehen wir noch die Killcam, auch eine schnelle Runde. Seitenwechsel. 4-2. 6-2, ja. Da kann man dann noch was machen auf der letzten Map. Wir befinden uns hier auf Map Nummer 3. Wolves, Max, egal, lass mal ihn. Ah, hier geht zum B-Spot. Ich will mal sehen, was in der Disco abgeht. Beziehungsweise hier in der Mitte, gehen wir mal zur Disco zurück. Da ist jetzt Ultra im Pre-Aim. Also auf der Pose würde ich persönlich fast mit M8 stehen. So, ja, Ultra könnte natürlich extremes Pech haben, wenn er gerade sich rüberdreht, wenn der Gegner rauskommt. Aber da dreht er sich im richtigen Moment. Geht zur Mitte, wahrscheinlich ausgecallt der Dennis. So, er bleibt im Pre-Aim, einer rückt nach zur Disco. Spots sind eigentlich gut abgedeckt jetzt. Jetzt Wolves Bullet gegen Giddy. So, schauen wir hin. Da ist nur einer am Leben. Der Blitz, wie ist er denn? Schauen wir mal zu. Und er geht down. Diese Runde haben wir verloren. Konzentrieren und so, 4-3 auf Plaza plus 1 für Wolves. Somit haben wir 14-9. Ich hoffe, ihr habt richtig gut geklickt. Halbzeit. So, wer macht den Abschluss? Ah, das Spiel lässt mich schwer nicht wechseln. Die Ziele beschützen. Warum auch immer. Wird ein bisschen dauern. 4 am Leben, 4 am Leben. Dann müssen wir hier Dennis zuschauen. Na, jetzt kann ich wechseln. Und da ist Ultra wieder der Schnellere gegen Blitz. Wolves Max down. Aber auch Sinclair. So, Hill. Ah, da stand da was in der Mitte. Dennis down. Und jetzt nur mehr Giddy. Nur mehr der Giddy. Zu dem switchen wir jetzt rüber. Der hat gerade einen Kill gezogen. Ladungen platziert. Ah, der muss jetzt durch die Mitte. Das ist schwierig. Da stehen sie sicher im Pre-Aim drin. Schauen wir mal hin. Ja. Er traut sich. Ja, das ist ja eine unmögliche Situation. Das war nichts. Runde verloren. Bereit machen. Also da müsste er keine Ahnung was für was sich reinhauen. Dass er durchspawnt da, aber sowas hätte ich nicht probiert. Da durch die Mitte, wenn er gerade ein Teammate
der Gegner gekillt hat. Somit haben wir 4-4 und wir schreiben 15:9 nach Map Nummer 3. Und das ist schon fast eine sichere Sache für Wolves. Die brauchen nur mal eine Runde fürs Unentschieden und zwei Runden. Naja, 7-1 gibt es ja. 8-0. Wer weiß. Jetzt kommt die zweite Map, gewählt von Visa. Und die überragende Stats für Bullet. 10 Kills, 4 Tode. Boom, fatty, boom, boom, boom. Let me tell you something. Ah? Dennis geht hosten, oh mein Gott. Unnötig, ne? Dennis will den Host? Ja, ich meine, wenn man da einen Kill sieht mit einer Salve aus der Hüfte mit M8, also ich würde flamen. Aber es hat natürlich Online-Gaming. Nö. Keine Ahnung, wie es jetzt auf Host gespielt? Nicht schlimm. Mit der Lag-Compensation und so weiter abgeht. Ich meine jetzt, ob du sicher bist, dass er hosten geht. Ich bin gespannt, was die Modern Warfare 4 machen mit der Leitung. Ja, Max macht eine Stimmung. Kann nie schaden. Wissen, wer der Babo ist, oh mein Gott. Wissen, wer der Babo ist. Komm, mach nochmal Boom, Fetti, Boom, Boom. Ah, boom, komm schon. Fetti, Boom, Boom. Boom, Fetti, Boom, Boom. Hoppala. Los, Digga. Schnell, Dennis ist schon wieder in COD. Schnell, Dennis ist wieder am Start, Alter. Schnell bei. Ah, der hat die rote Leitung. Nix, nicht einschlafen. Haben wir kurz gesehen am Schluss. Haben schon neu gestartet, schnell die ganze Geschichte. Ja, Mann. Oh mein Gott, Alter. Hey, Fatty Boom Boom. Boom Boom. The sweet sugar dumping. Hey, Fatty Boom Boom. Hey, Fatty Boom Boom. Oh mein Gott, Digga. Okay, so. Okay. Wissen, wer der Babo ist. So, letzte Map. Standoff wählt Visa. Und ich lese 1:0 für Dortmund. Da wird sie abgehen. Dennis, ne? Sind alle fertig. Ich meine, ob die auch das. Warte. Ein kleines Wunder, wie die Bayern schafft. 4:0 gegen Barca. Okay, warten. Stimmt, hast du Dings da? Mal schauen. Ja, hast Shotgun dabei, Lukas? Okay. Warte, ich hab's gleich. Ich hab mein Crossbow auch dabei. Okay. So, Shotgun und Crossbow werden wir jetzt auch sehen. Wahrscheinlich nicht, ist ja verboten. Digga. Okay, kann losgehen. 1:0 Dortmund übrigens, ne? 1:0 Dortmund, mies. Lewandowski, 8. Minute. Oh, shit. Hey, Fatty Boom Boom. Boom, Fatty Boom Boom. Boom, let me tell you something. So. Alter, das ist so ein Scheiß, ne? Ja. Sind wir fertig? Ja. Aslax, ja komm, leg los. 1:0 für Dortmund. Ja, wir sind fertig. Nice. Gutes Spiel. Los geht's, Map Nummer 4. 15:9 nach 3 Maps für Wolves. Das heißt, ein 8:0 würde den Sieg für Visa bedeuten. Aber ein 8:0 werden wir, glaube ich, hier nicht sehen. Vor allem Wolves heute sehr stark. Los geht's. Ziele ausschalten. Ich bin dafür. Ladungen erlangt. Die erste Runde wieder mit Dennis genießen. Wie gehen Sie die Sache an?
Ah, er hebt hier am Auto. Und er hat einen Snipe und da holt der Bullet gleich. Zwei down von Wolves. Und da rennt er zum Baseboard hin, wo Hill auf ihn wartet. Er blitzt hier noch in Spawn-Gegend. Gidi liegt hier. Oh, da hat er auch Glück, dass er nicht nach einer Salve von Hill fällt. Und er plantet jetzt. Bombe online. Dennis haben wir gesehen, down. Blitz deckt hier hinten ab. Ah, da hinter der Mauer. Ultra ist es. Mit dem Hedge gegen Sinclair. Mal schauen. Ich würde fast vermuten, dass er jetzt von links kommt und da ist er. Woo! Und da hat er ihn. Gut gemacht, Seals. Bereit machen für die nächste Runde. Hier nochmal die Killcam. Und Visa Blitz macht 10 voll. 15-10. Sieht schon wieder mal nicht so schlecht aus. 5 Runden. Ja, aber ist natürlich. Seitenwechsel. Der Kuchen ist noch nicht weggegessen. Runde 2. Standoff. Verteidigung für Visa. Die Ziele. Und wir schauen Gidi zu. Der sich hier in Richtung A-Spot begibt. Nates raus. Da kommt schon die Frag vom Gegner und Gidi ist erfolgreich gegen Max. Die hat er gut gekocht. Die verkocht unter Two-Piece von ihm. Er scheint motiviert. Gidi immer sehr rushig unterwegs. Kann ich mich erinnern. Modern Warfare 3. Immer mit so einem kleinen Dings unterwegs. Da kann ich still sitzen. Und da trifft er auf einen snipernden Gegner. Ah, snipernden Gegner. Und er traut sich nochmal raus. Schau, wer traut sich mit der Snipe. Wer immer das ist. Und da, Bullet! Was haben die zwei Sniper? Schauen wir mal rüber. Oh, Bullet mit der Pistol. Ah, der hat wahrscheinlich nur mit Pistol gespielt, weil sie unabsichtlich beide Snipe gewählt haben. Aber die Runde geht sowieso an Visa. Somit haben wir 15 zu 11. Da könnte ja möglicherweise nochmal Spannung aufkommen. Blitz wiederum. Seitenwechsel. Der abschließende Killer Killcam. Runde 3. 3-1 für Gidi. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. Bleib mal auf Blitz. Da, Nate über die Mitte. Ist er nicht erfolgreich. Und Dennis holt jetzt Hill. Rächt sich hier. Sinclair holt Max. Zwei on von Wolves. Jetzt geht's dahin. Die Bombe wurde Bombe geblendet. Dennis hier schon wieder am Gegner spawn. Probiert's von hinten. Ultra down und da kommt der letzte. Gidi sieht ihn nicht und da ist 3 zu 0. Seals. Bereit machen für die nächste Runde. Somit schreiben wir 15 zu 12. Holla, Herr Wirt. Werden Sie nervös? Und wir haben ja sowas wie den Listen hier auch. Könnt ihr auch mal reindrücken. Zur Abwechslung eine Runde. Und zwar geht das mit. Ne, das ist ausgestellt. Die Ziele verteidigen. Oder? Ah, doch, geht. Ah, Runde 4. Ja, Dennis down. Sinclair hatten wir noch nicht. Im Stream. Ah, ich bin. Stream. So, das ist schon wieder einige down. Da redet sowieso keiner was. So, und er auch down. Die geballert, hier wird geballert und da ist die erste Runde. Auf Stand-off für die nächste Runde. Für Wolves. Alle anderen sind ausgeschaltet. Somit haben sie das fixe Unentschieden. Und hier jetzt 4 Matchrunden noch, wenn ich richtig gezählt habe. Um den Sack zuzumachen. Seitenwechsel. So, gehen wir rüber. Zu Wolves. Und Max, ja, schauen wir dem stärksten Spieler bei Wolves zu. Bullet mit 4-4. Im Moment stärksten Spieler, also einfach den meisten Kills. Er probiert jetzt mit der Fall zu hier werden. Über die ganze Map. Und da ist er erfolgreich. Gidi down. Aber auch Visa Blitz down. Das wird schon gewesen sein. Dennis down. Und jetzt der letzte. Wo ist er? Wo ist er? Der letzte. Sinclair.
Ah, der muss jetzt abdrehen zum Spawn. Das wird's wohl gewesen sein. Ja, trifft hier was? Fragt hier was an? Ja, schwierig für ihn, schwierig für ihn. Schau, wie sie da aufgestellt sind. Jetzt wird's zum Duell kommen. Wieder rechts. Nee, Ibiza! Und da holt das! Der Hill schließt ab. Verloren, aber es ist zum noch nicht 17 vorbei. Zu 12. Bereit machen für die nächste. Er sagt zwar, es ist noch nicht vorbei, aber es ist vorbei. Sie werden trotzdem noch fertig spielen. Und hier schließt ab. Der Hill. Operationseinsatzpunkt zum wird Sieg gewechselt. Für Wolves. Ziel neutralisiert. Da bleibt auch Max drauf. Bombe erlangt. Und Max mit dem Donut und trotzdem zwei Runden geholt. Sein Team. Ja, manchmal geht es einfach nicht. Da kann man machen, was man will. Ich erinnere mich auch gerade an ein Versus Game, an dem ich einen Donut hatte auf Standoff. Das sieht er gar nicht, der Gidi. Und das war der erste Kill für Max auf Standoff. Da, hinterm Traktorreifen. Versteckt sich's gut. Ein Gegner pusht durch, der Blitz. Ohoho, Max. Und fast der Free Piece. Hill hat etwas dagegen. So, und er ist jetzt allein. Gut. Blödsinn. Jetzt bereits machen den für die ist mal allein. Runde. Und hier holt sie von 0-3 auf 3-3 wieder auf. Somit schreiben wir 18 zu 12. Zwei Runden noch. Der ganze Spaß. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Das Ziel beschützt. Ultra. Max 1-6. Visa Blitz für dann 6-3. Aber auch 6 Kills für Hill. Ultra. Jetzt in der Ecke, ganz rechts. Bullet. Bleibt seiner Falltreue. Hier kommt der Frag einmal nur an. Boah, da kommt noch der zweite nach. Sinclair. Und da ist die Runde um. Wieder schnelle, gute Runde von Visa. Somit haben wir jetzt 4 zu 3 auf Standoff. Halbzeit. So, und die letzte Runde. Die Ziele räumen wir mit Bullet. Ladungen erlangt. Ah, der Snap mal. Mal schauen, was sehen. Ah, da schießt er auf gut Glück. Da ist er in der Ferne. Komm, kommt nicht. Will nicht. Jetzt ist er da. Sweet, sweet. Ladungen fallen gelassen. Oh, ho, ho. Ja, da hat er zu lange gewartet. Rechts keiner aufgepasst. Pusht er durch. Ich schaue schon wieder den Toten zu. Und da ist es diese vorbei. Verloren. Aber Spiel vorbei. 3-5. Ultra ist schon dahin. Ich aktualisiere trotzdem noch den Spielstand. Eine Runde plus für Visa. 18 zu 14. Ja. Wolves insgesamt heute stärker. Auf jeder Map. Wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne. Zielparameter erfüllt. So, das war's dann also. Das war der ganze Spaß. 9-6 für Sinclair. Trotzdem nichts geholfen. 18-14 plus 4 jetzt kann für Wolves. Das heißt, Visa Never Dead ist also, jetzt Sinclair Dennis Hauter. Sein ersten Platz in der Leiter los. Und ich drehe auch ab. Champions League läuft. Leute, ich danke fürs Zuschauen. Waren ja einige mit dabei. Hätte ich mir nicht gedacht. Trotz Champions League. Und ich freue mich auf kommende Streams. Einfach mal reinschauen. Facebook-Seite Spielquadrat oder mein YouTube-Channel. Da werde ich es auch in Zukunft mal ein bisschen posten, meine Streams. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns. Bis dann.